Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge vom Stecki-Modus-Gedöns. Wir spielen heute das letzte Level mit dem Secret Final Boss dieses Modes. Level 5, auf geht's! Rein logisch gesehen schließen wir den Modus damit heute auch ab. Ich weiß, das überrascht jetzt alle hier. Ich glaube, Stage 5 ist auch nicht mehr so lang wie die vierte. Außer natürlich, wir brauchen beim Finale dann so lang. Aber davon würde ich nicht ausgehen. Ha, ich bin schneller. So. Natürlich wollen wir auch die Herzen wieder finden, weil hilft halt so, ne? Die Begründung sitzt. Weiter. Einfach durch hier. Da, dann halt nicht, dann bleibt stehen. Ich weiß gar nicht, warum die Kollegen da hinten so Panik schieben und so weggehen. War doch alles locker easy. So, bisher noch nichts los. Oh, guck mal. Eine Kampfpassage. Genau das, was ich wollte. Wir haben bisher noch keine Boni. Deswegen ist der Kampf gar nicht so unfassbar easy. Und das heißt, der Kampf ist schon arg easy. Ja. Ernsthaft? Wenn der Maler halt Koch werden will, meinetwegen. Jetzt wäre es aber langsam echt mal Zeit für das erste Statusherz, oder nicht? Ja, müsste. Ah, da. Das erste Energieherz. So, hier, wenn ihr dahin laufen wollt, okay, ich nehme lieber die sichere Route, aber, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir auch, das Versteck vom letzten Hallraum hier nochmal haben werden und da vielleicht dann was ist. So, hier war ja auch ein Regenbogen-Puzzleteil. Hier drin. Es heißt wahrscheinlich Statusherz. Ah, das war die Challenge. Einfach hier wieder langlaufen. Meine Kollegen dabei zugucken, wie sie in die Meteoriten rennen, weil sie dumm sind wie Scheiße. Ich riech schon. Irgendwer von denen tapiert hier. Hm, genau, Metanite. Da weichst du gut aus. Na, lass mal stecken. Erstes Angriffsherz. Also irgendwie die letzten zwei, wir haben die ganze Zeit als erstes Speed bekommen. Und jetzt die letzten zwei Level nicht mehr. Dann kommt jetzt auch ein Bosskampf. Flamberger Rematch. Und hier ist unser Damage Output gleich wieder ein gutes bisschen höher. Weich nicht aus. Du hast keinen Grund auszuweichen. Oh, das sind die so
schnell schießt. Ich dachte, ich krieg das noch zerstört. Ja. Aber. Dein Ernst? Dein Ernst? Wunderbar, dass der da noch kurz kochen geht. Schön während der Kill-Animation. Wir kommen nochmal in eine Unterwasserpassage. Dann weiter runter. Ich würde mir gerade kurz Sorgen machen, wenn ich hier so einen Bombenschalter im Boden drücken müsste, könnte ich das mit Steck hier ja gar nicht. Ja, zum Glück. Ach, stimmt. Man braucht ja 7 Hits für jeden Gegner. Also Steck hier unter Wasser ist wirklich eine Qual. Es ist wirklich nicht gut, was der da macht. Bekommen wir vielleicht einen Heal? Wäre ganz freundlich. Weil ich hab das nötig. Die Kochmelodie halt. Aus dem Minispiel zumindest. Der müsste daran ja krepieren. Oh nee, denn das ist nicht das, was. Doch, das ist das, was Schaden macht, lol. Nee, ist es nicht. Aber es ist Heilung. Oh. Als ob der nochmal nichts bekommen hat. Schnell weg da. Ich wollte kurz, dass das auf den Koch drauf fällt, weil es dann nichts gemacht hätte, aber. Okay, Geschwindigkeit bekommen wir irgendwie nicht gerade. Aber zweites Angriffsherz nehme ich auch. Die Stage ist wohl doch noch mal länger, als ich dachte. Kann sein, dass das Bonus-Level noch drin ist, das, Ach, da ist mein Speedherz. Schön, dass ihr noch alle reinspringt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, nee, in Welt 2 gab es eine ähnliche. Die war aus Welt 4. Ich weiß noch nicht, ob Bonus-Level oder reguläres Eis-Level. Ach so, damit tötet man die auch noch! Dass man die damit auch noch tötet, war mir nicht bewusst. Ich habe mich ja schon geärgert, dass wir nicht die Items im normalen Playthrough da geholt haben. Und jetzt erfahre ich, dass man damit die Bosse auch noch töten kann. Nice. Okay, jetzt kommen wir in diesen. Och, natürlich übernehmen sie diese Scheißpassage. Diese Scheißpassage müssen sie übernehmen von allen. Also. Ja, natürlich. Ah, die wohl spaßigste Passage des Playthroughs. Wirklich eine meiner Hassstellen im Spiel, wenn man es genau nehmen will. Metanite, komm da raus. So, hier rüber. Dann warten wir noch 7,5 Stunden lang gefühlt, weil das macht man so. Das Game Design, das zu machen, habe ich gehört. Es ist halt. Ich hasse diese Passage einfach. Punkt. Die
Stage dauert wirklich eine ganze Ecke länger, als ich im Kopf hatte. Wir sind jetzt schon bei 7 Minuten, aber wir machen den Modus heute durch, egal was kommt. Wir machen den Modus diese Folge durch. Oh Gott, nicht die Stelle. Digga, nimm doch das Scheiß. Stimmt, die Stelle ist mit Elektro und Speed Boost irgendwie geschenkt und gibt auch nicht mal ein Statusherz, echt. Also damit hatte ich jetzt schon gerechnet. So, weiter. Reingönnen. Endlich wieder eine Kampfpassage. Mann, danke, Spiel. Wann kommt der Zwisch? Es kommt kein Zwischenboss. Und wir wissen alle, ihr wollt direkt noch eine Kampfpassage machen, oder? Und vor allem wollt ihr mir ein Statusherz geben. Ach, hier ist ein Zwischenboss. Ich will rein, dann halt nicht. Nehmen wir Bugsy mal mit. Und weichen den Dingern aus. Ach stimmt, hier kam ja gleich noch wer. Ja, ist er auch. Aua. Dann ersetzen wir den Koch durch einen Maler. Verpissen uns lieber von da. Energieherz. Müsste langsam dann der Checkpoint kommen, oder nicht? Was? Also, in der Stage haben sie sich auch gedacht, fick dein Wiener Schnitzel-Eckig oder so. Ja. Zum Glück ist das nicht sonderlich knapp. Wir schaffen das recht locker, behaupte ich. Noch mehr. Mann, ich liebe Kampfpassagen. Und jetzt kommt Stecki gegen einen Haufen Steckis. Das ist safe so programmiert, dass das nur im Stecki-Run so aussieht. Defense und Angriff. Speed und Angriff. Und ja, damit sind wir beim Checkpoint. Hat länger gedauert, als ich dachte. Weiter. Auf zum Ende. Ja, klar, Wasserlevel. Oh mein Gott. Ja, danke. Freundeszug. Das will ich. Ah, wir sind Jesus, Leute. Wir sind's einfach. Was zum Fick passiert hier? Lasst mich zum Finale! Überrennen wir noch ein paar Fische. Ja, das klingt nicht nur blöd, das ist es auch. Okay, der wurde leicht weggeheatet. Klar! Wir sind jetzt mit dem Zug auch noch mal schnell in die Eisgegend gerannt. Was hat das gemacht? Aha.
Wow. Kommen wir jetzt noch in der Lava-Gegend? Ja! Oh Gott, jetzt wird... Alter, was ist das? Es wird willkürlich, Leute! Uff. Wait, der untere Weg hatte... Der untere Weg hatte die Goodies, der obere nicht. Und der untere war ein Secret, oder was? Der einfacher zu erreichende ist das Secret. Wenn da war ein Statusherz. Was? Ja, und das ist komplett behindert, hallo? Der obere war schwerer zu erreichen. Und jetzt kommen wir aber langsam mal zum Ende. Weiter, weiter, weiter. Ich hoffe, die sagen jetzt nicht, komm, das ist das letzte reguläre Level, das spielt er nochmal komplett durch. Aber ich bleib dabei, wenn wir hier sind, es wird sehr wahrscheinlich noch den Hallraum geben, der da am Ende ist. Und da wird's dann mehr Statusherzen geben. Auch wenn wir jetzt vermutlich ein Energieherz verpasst haben. Was gerade beim Boss echt unschön ist. Lieber hätte ich ein Speedherz verpasst, aber ich gehe stark davon aus, wenn ich mir unsere Werte angucke, dass es ein Energieherz war. Ja, trotzdem. Diese Kampfpassage, Mann. Was eine Schlägerei. Danke. So. Wollen hier noch mehr Gegner? Baxi steht ein bisschen knapp. So, Rinder. Und weiter. So, so. Und es gab wirklich nur ein Traumzepter in dem Run. Wenn nicht direkt vor dem Endboss noch mal kommt. Das will ich doch. Ja, wenn das nicht gerade bei dem einen Ort gerade war, wüsste ich aber echt nicht wo. Bisschen close. Ich hasse das Freundesrad. Das ist so dumm. Der einzige Grund, warum man in diesem Spiel stirbt, ist sowas. Statusherz, ja. Hier ist Energie. Dann kann es auch sein, dass wir ein anderes verpasst haben. Also wenn es Geschwindigkeit ist, das wäre mir natürlich das Liebste. Oder wenn da gar keins wäre, aber das bezweifle ich. So, weiter, weiter, weiter. Und jawohl, endlich mehr Freundesrat. Es ist so kacke. Lasst es doch bleiben. Das Freundesrad ist halt im Alleingang das schlimmste Feature dieses Games. Da oben, ja, komm, sag mir, das sind zwei Statusherzen, ne?
Ich hasse das Freundesrad so sehr. Gott. Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich so ungefähr ein Statusherz von jeder Sorte verpasst. Zwei davon, weil wichtig. Es macht so einen Spaß, diese Ability. Ah, hier gibt's... Was? Was? Also wenn wir dann nicht gerade das Multiherz verpasst haben, das kann nicht sein, was? Von jeder Sorte? Aber das macht's nicht besser, weil das liegt's umso näher, dass wir gerade eben das Multiherz verpasst haben. Ja! Wow! Die setzen das Scheißteil an so eine Stelle und Freundesrat sagt, fick dich! Ja, wunderbar! Ja, so ziemlich. Ja, ich bin gerade so angepisst, weil das so dumm ist. Natürlich geht das in die Mitte da, ne? Gott. Das Freundesrad am Ende nochmal ausschlachten. Ey, ich hasse es. Die wissen aber auch selber, wie scheiße das ist. Deswegen verstecken sie den Bullshit gerade so. Die wissen das selber, das kann mir keiner sagen. Nö, aber weil sie denken, es ist scheiße nervig und sie bauen das Freundesrad extra nochmal ein, weil sie wissen, die Leute hassen es. Ja. Hä? Hä? Gibt's kein Multiherz in diesem Level? Es wird immer... Jui. Ich blick einfach nicht mehr durch. Diese Herzverteilung in diesem Level, what the fuck? Also ich sag dir, jetzt kommt gleich noch ein Multiherz, dann muss ich los. Ne, aber wahrscheinlich habe ich wirklich jetzt einen Angriff und einen Speed verpasst. Speed ist absolut nicht schlimm für Bosskämpfe. Angriff hätte ich aber schon gern gehabt. Aber Freundesrat, es hat noch mal länger gedauert als gedacht, aber jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Ja. Scheiß drauf. Stimmt, ich habe ja keine drei, aber scheiß drauf. Wäre natürlich dann ganz schön, wenn meine nicht irgendwie scheiße sind. Da gibt es nur das Problem, falsches Spiel, um sowas zu hoffen. Meta-Knight so ganz no-risk-mäßig. Oh, das war's. Well, und guck mal, der macht was anderes. Der arbeitet hier gar nicht an diesem dunklen Herz rum. Heißt nicht, dass er nicht auf die Fresse will. Oh Gott, ja, wie soll ich denn da noch wegkommen? Wie sollte ich denn bei dem Feuer noch wegkommen? So, zweite Phase von Heine. Es war so ziemlich der schwerste Kampf im Main Game. Okay,
erster Teil rum. Aber jetzt beginnt auch erst das Schwere. Der ist gleich tot. Ich wusste gar nicht, dass man hier den Freundeskreis noch verletzen kann. Ja, gut. Ja. Sie sind alle tot. Und jetzt wird's Zeit für den Secret Final Boss. Man hat's in den Credits schon gesehen. Ist das euer Ernst? Nein, das ist gleich. Den habt ihr schon mal gebracht, Leute. Vor allem noch so schön an dieses random schwarze Loch ranzoomen. Ein altbekannter der Kirby-Reihe. Ultra Knight. Auch mit dem altbekannten Battle-Theme oder ein Schmetterling. Ohne Kontext. Einfach ein Schmetterling. Morpho Knight. Secret Final Boss. Was dieser Schmetterling soll, habe ich keine Ahnung, ob man davon irgendwas weiß. Wer das auf einmal ist, was er soll. Ultra Knight haben wir ja bereits im Wii-Teil in der neuen Arena einmal bekämpft. An die, die sich erinnern. Ich merk's. Möglich. Was ein bisschen dumm ist, weil er ja anscheinend brokener sein soll. Ich meine, das ist literally... Aber wir haben's gleich. Ihr seht, es ist... Kirby Star Ally, er ist in mich reingeflogen und dafür gestorben. Und natürlich, wir sind in einem Kirby-Spiel. Ja, die Animation. Macht Sinn. Was dieser Schmetterling soll, wie gesagt, keine Ahnung. Was der mit Ultra Knight vielleicht zu tun hat, dass die sich einfach so fusionieren können, auch nicht. Aber... wir haben den Modus innerhalb von einer Stunde, 18 Minuten und 15 Sekunden abgeschlossen. Und auf dem Weg einige Puzzleteile mitgenommen. Und man kann jetzt Traumfreunde nutzen. Wähle einen neu hinzugefügten Traumfreund, um auf einer neu hinzugefügten Karte ein ganz neues Abenteuer zu beginnen. Die sind anders, die Playthroughs mit den anderen Kollegen. Vielleicht am Ende des Let's Plays mache ich noch mal eine Route mit einem von denen. Aber das werden wir dann sehen. Fürs Erste sind wir auf jeden Fall durch mit diesem Modus. Und werden als Nächstes, wie heißt dieser Modus, die Dimensionsreise da machen. Will ich auf jeden Fall vor der Arena. So, die schaltet man dadurch frei. Ich dachte, dafür muss man... ich dachte, man muss dafür in der Arena irgendwie eine zweithöchste schaffen oder so. Ich weiß nicht, ob wir Seelenschmelzer X spielen werden. Seelenschmelzer aber auf jeden Fall. Was sehr interessant wird, weil ich in den Bosskämpfen in diesem Game wirklich scheiße war. Viel Spaß beim Kills-Clown, Bitch. Okay, der eine CPU ist gut dabei.
Naja, Dean Kirby Adventure Wii war schon wirklich auch ein Joke. Ja, da kann man es mit Rad schießen, aber ich rede jetzt mal nicht von solchen Cheese-Strats. Die lasse ich dabei mal aus, aber Kirby's... Ja, das ist ja an sich auch wieder so eine Cheese-Taktik, die ich gerade eben ausgeschlossen habe, ne? Kirby's Adventure Wii konnte ich stinknormal, indem ich Elektro genutzt habe, locker Second Try, weil die echt so easy war. So, ich outplay die CPUs gerade komplett. Ist natürlich, wenn man gerade nicht genau hinguckt, ein bisschen schwer zu sehen, welcher Meta Knight welcher ist. So, komm, jetzt stirb. Die machen die ganze Zeit so Trades und dadurch wird der andere Meta Knight hier gestunt. Na komm, jetzt krepp hier. Danke. So, da oben ist auch nochmal Galacta Knight und dieser komische Schmetterling. Ich weiß eben echt nicht, ob es dafür irgendeine Erklärung gibt. Das interessiert mich gerade auch noch. Hier ist nochmal ein Haufen an Punkten, die ihr nicht bekommt. Okay, ich habe die CPUs abgezogen. Überraschung. Aber ich gucke jetzt nochmal nach Morpho Knight gerade. Stimmt, diese Texte gibt's ja. Aber das Kirby Wiki, was sagt denn das zu dem Charakter? Ja, Stecki ist jetzt fertig. Also, ich lese gerade durch und erkläre euch dann gleich, was ungefähr es heißen soll. Stimmt. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Dieser Schmetterling ist anscheinend so ungefähr, Gott? Ah, die japanische Version gibt anscheinend mehr Details, was das ist. Und zwar, der Schmetterling... heißt so ungefähr Schmetterling des Paradieses. Und der taucht auf, sobald irgendetwas so... Nee, das ist komisch. Und der kommt für... Das ist das höchste Gericht sozusagen, was man ja in der Bibel immer hört. Also, der Schmetterling ist so ziemlich Gott, fusioniert sich mit dem stärksten Krieger der Galaxie, der allerdings eine düstere Vergangenheit hat und wird damit zu einem reinen Wesen wieder. Ja. Storywriting in der Kirby-Lore! Woo! Okay, das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder Abo da. Oder, warte, kann man das mit dem Pro-Controller spielen? Wenn ja, spielen wir jetzt noch ganz kurz das Hackmeister-Mini-Spiel. Jungfuchs ist jetzt freigeschaltet. Das ist ein Verschwinden. Nee, passt schon so. Lull. Ich muss aber auch sagen, mir nach hätten sie ruhig, Joy-Con. Du kannst auch den Pro-Controller spielen. Stand da und war auch stabil. Nee, Knopfsteuerung. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Oh, ich denke immer, ich muss das erst eins später. Einfach. Ja,
Beim Anschluss. Boah, ich denke immer, ich muss. Ja, ich bin letzter. Digga, bei mir läuft. Ah, genau. Ich hab bei der schwierigsten, bei der einfachsten Schwierigkeit den letzten Platz. Danke, dass ihr mir dafür die schwierigeren freischaltet. Macht Sinn. Was? Das hat nicht gereicht! Willst du mich flachsen? Digga! Ja, ich will jetzt das hier gewinnen. Wer hat behauptet, Morpho... Ich hab doch die Seite hier wechselt. Wer hat behauptet, Morpho Knight wäre der Secret Final Boss, Digga? Ich war aber auch noch mal besser als die letzten Runden. So, easy, bitch. Ja, wenn es euch gefallen hat, like und oder Abo dalassen. Das ist der Secret, oder komm. Was wir uns jetzt noch kurz angucken müssen, den wahrsten Secret-Boss des Games. Hey, was ist mit Gordos? Hilfe! Ja, ich bin überfordert. Ich bin überfordert! Es geht mir zu schnell, ich komme nicht klar! Überraschung! Ich wundere mich, dass ich nicht letzter bin. Der hatte noch 4 Meter. Ich will jetzt aber nochmal Zweiter werden hier. Boah, eins zu früh gewechselt. Man schlägt mich hier zu schnell. Was denken die eigentlich für eine Koordination? Nochmal rein, Döner. Ich bin schlechter als beim letzten Mal. Aber der erste auch. Ah. Ich will mindestens Zweiter werden. So, hier habe ich jetzt ein bisschen Freiraum. Ah, zu früh. Eins zu viel wieder. Eins zu wenig. Ich bin überfordert. Okay, das ist eine gute Passage für mich. Ich bin einfach überfordert. Ich werde jede Runde schlechter. Wieso haben die 3, 7 und 4, 9? Du bist Zweiter. Ich verstehe es nicht, aber hey, wenn ihr es versuchen wollt, okay. Dann war es das wirklich mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Helden in einer anderen Dimension. Warum erinnert mich das gerade stark an die Walross Edition 3? Wir sehen uns wieder.